Hallo ihr Lieben, herzlich willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Ja, mich haben zwei Geschenke erreicht. Zwei Geschenke, die mich geflasht und schockiert haben, ganz ehrlich, ja. Und zwar, einige von euch wissen es, ich wollte schon ewige Zeit die neuen Marian Dora Filme sichten. Ich hatte mir das Mediabook damals bei Amazon vorbestellt, aber nie erhalten. Ja. Dann gab es da jemanden in der großen, weiten Film-Community, der sich meiner wohl erbarmt hat, ja. Und der dann eben mal sein Mediabook um zwei Blu-rays erleichtert hat und sie mir geschenkt hat. Ja, wer ist dieser großzügige Schenker? Ja, es ist der liebe Knurrhahn Siegbert. Grüße gehen raus an dich, mein Lieber. Und ein herzliches Dank sowieso. Es ist unfassbar, was mir da widerfahren ist. Ja, gut. Ich kann euch die Filme allerdings jetzt natürlich nicht mit Cover präsentieren, wie auch ich habe das Mediabook nicht, was verständlich ist. Ne? Denn ich habe es ja damals nicht erhalten. Und wie gesagt, der liebe Knurrhahn Siegbert hat mir die beiden Blu-rays geschenkt. Yes. Also dafür kann ich nur tausend Dank sagen. Er hat sich gewünscht, dass ich ein Review zu den Filmen mache. Ja, den Gefallen tue ich ihm sehr gerne. Ich habe beide Filme gesichtet. Wir fangen an mit dem Film. Ich kann euch das jetzt wirklich nur so präsentieren. Wir fangen an mit dem Film Das Verlangen der Maria D. Regie führte Marian Dora. Der Film ist aus dem Jahre 2018. Ja, die Hauptfigur Maria D. Sie scheint an Ausgrabungen interessiert sein, besucht gern alte Gräber, Kirchen und so weiter. Sie scheint sich der Archäologie zugewandt zu haben. Daran hat sie großes Interesse. Ansonsten lebt Maria D. eher zurückgezogen und alleine, hat sich eigentlich von der Außenwelt völlig isoliert, lebt ihr eigenes Leben, ja. Und das gestaltet sie auch nach ihren Wünschen. Auf einer ihrer Reisen hat sie dann wohl die Liebe zu einem Totenschädel entdeckt, ja. Und diesen lässt sie sich dann auch zukommen. Wir erfahren später, dass dieser Totenschädel wohl einem griechischen Jüngling gehört hat. Das Bild hat sie dann auch irgendwann sichtbar vor sich in der Kiste der Schädel. Auf der Kiste ein Foto dieses Mannes, ja. Der Nachbar liefert ihr diesen Totenschädel in einer reich verzierten silbernen Kiste. Ja. Maria D. scheint besessen zu sein von diesem Totenschädel. Sie entwickelt ja, eine Beziehung mit ihm. So kann man es tatsächlich sagen. Sie geht eine Form der Beziehung ein, die man vielleicht als nicht normal bezeichnen könnte. Aber ihr Lieben, ganz ehrlich gesagt, das habe ich mich dann auch gefragt, was ist dann eigentlich normal? Was ist normal? Das kannst du drehen und wenden, wie du willst. Normal ist eigentlich gar nichts mehr. Jeder empfindet das Wort normal vielleicht auch anders. Auf jeden Fall, ja, was unser Eins da nicht mehr verstehen kann. Hier zeige ich euch nochmal die Disc. Ich bin ganz stolz, sie zu haben. Es kommen Ausscheidungen mit ins Spiel. Deswegen auch von mir der Satz, das als nicht normal zu bezeichnen. Ich könnte das jetzt drastischer formulieren, kann ich aber nicht, weil dann das Video wahrscheinlich verschwindet. Ja, ein Bekannter von ihr, der ihr auch das Paket geliefert hat, steht wohl auch heimlich auf Maria D. Und er kann das gar nicht nachvollziehen, dass diese Frau so zurückgezogen lebt, sie ja praktisch sich nur mit diesem Totenkopf beschäftigt, sich für ihn schön macht, stylt, auszieht, sich, während sie ihn betrachtet, selbst befriedigt. Naja, kann ja jeder handhaben, wie er will. Auf jeden Fall scheint er in Liebe entbrannt zu sein und als er mitbekommt, dass jetzt der Totenkopf ganz oben bei ihr angesagt ist, da dreht er, glaube ich, durch. Eigentlich wollte er sie vergewaltigen, aber das funktioniert nicht. Ja, manchmal ist Hängelinchen angesagt. Darüber ist er dann so wütend und
Er gibt Maria D. dafür die Schuld. Wahrscheinlich war er angewidert von dem, was er gesehen hat. Kerzen rundherum und um einen Totenschädel, der mit Ausscheidungen besudelt ist. Ich glaube, das hat diesen Mann dann auch dazu gebracht, es eben nicht zu tun, was er eigentlich wollte, ne? In seiner Wut schlägt er Maria D. zusammen, auf brutalste Art und Weise. Er tritt sie und man merkt, dass. Ja, sie schreit auch nicht, sie wehrt sich nicht, sie erträgt es einfach. Sie blutet dann ziemlich stark und ja, ich glaube, er hat sie, man kann es wirklich sagen, er hat sie zu Tode geschlagen, auf massivste Art und Weise. Wie er mit dieser Frau umgeht, ist einfach nur abartig. Aber eigentlich ist der ganze Film hier abartig, ne? Man sieht nachher noch die toten Augen der Maria D. Ja, das ist der Film Das Verlangen der Maria D. Nun sagt ihr euch, ja, wie hat sie denn den Film gefunden? Hat er ihr gefallen? Nicht wirklich, liebe Leute, nicht wirklich, aber die schauspielerische Leistung der Dame ist durchaus bemerkenswert, denn ich stelle mir vor, dass man das sehr, sehr schwierig rüberbringen kann, welches sie uns da gezeigt hat. Von mir bekommt der Film die 4 plus für das Verlangen der Maria D. Etwas in der Art habe ich vorher noch nicht gesehen. Gut, die 120 Tage von Sodom, da werden uns ja auch Ausscheidungen präsentiert, die allerdings nicht aus Liebe dargereicht werden, kann man so sagen, ne? Ja, der zweite Film ist Besttauchen der Menschlichkeit. Ich habe das jetzt einfach mal so hier vorne reingepackt. Dann könnt ihr die Discs nämlich auch besser erkennen. Besttauchen der Menschlichkeit, Regie Marian Dora. Ja, was erwartet uns hier? Dieser Film soll wohl laut den Angaben, die ich habe, ein Jahr vor dem Film Das Verlangen der Maria D. gedreht worden sein. Zu Beginn des Films sieht man, wie Insekten zu Tode gespielt oder gefoltert werden. Ja, wieder mal ein bisschen Tiersnuff. Ja. Also der Film besteht aus drei Menschen. Erstmal haben wir unseren Therapeuten, der die ganze Zeit im Film labert, labert, labert. Dann gibt es den Kleinwüchsigen, der nicht nur kleinwüchsig ist, sondern scheinbar auch ein sehr gestörtes Verhältnis zur Sexualität und zu Frauen hat. Und dann gibt es unsere Praktikantin. Diese Praktikantin, die nichts redet, nichts spricht, sich nie irgendwie beschwert oder wehrt. Die ganze Zeit muss sie den Picknickkoffer in der Gegend rumtragen. Und die zwei Herren stapfen dann durch die Gegend. Vor allem dieser Therapeut, also ein sehr unsympathischer Charakter. Ja, man macht zwischendurch Halt, es wird geredet. Also was heißt geredet? Er redet, ja. Und dieser Kleinwüchsige, der hat es eigentlich von Anfang an auf unsere Praktikantin abgesehen. Das kann man tatsächlich so sagen. Ich muss mal gerade was machen, liebe Leute. Das ist nämlich fürs Bild nicht gut. Naja, gut, hier ist es erledigt. Das Bild hat sich jetzt mit Sicherheit verändert, aber egal, das ist ja alles live. Auf jeden Fall versucht er immer wieder, unsere Praktikantin anzugrabbeln, übergriffig zu werden. Ja. Und irgendwie hat man das Gefühl, er verarscht sie einfach. Und der Therapeut sieht zu und findet alles wunderbar. Das ist allerdings nicht das Schlimmste. Es kommt zum Allerschlimmsten, denn dieser Kleinwüchsige wird richtig übergriffig. Er wird handgreiflich und gewalttätig gegenüber unserem Mädel. Er vergewaltigt sie, er schändet sie, er schlägt sie. Und unser Therapeut, ja, außer blöd labern kann er ja nichts. Am Anfang sagt er nochmal: Nein, nein, lass das sein, das machen wir nicht. Aber später sieht er nur zu und man hat den Eindruck, er ist ganz erstaunt, dass der Kleinwüchsige zu sowas fähig ist. Naja, ein verstecktes Talent oder wie? Das Ganze wird untermalt, kann man es nicht wirklich sagen. Wir sehen immer wieder gefällte kleine Ferkel. Ja, aber Gott sei Dank nicht echt, ja, das ist alles gestellt, Gott sei Dank. Also das wäre auch zu viel des Guten gewesen. Ja,
Und schließlich und endlich wird der Kleinwüchsige so übergriffig, dass er Maria D. ehrt. Schändet, nicht nur schändet, er tötet sie auf brutalste Art und Weise. Da ist Gedärms im Spiel und so weiter. Das möchte ich jetzt gar nicht weiter ausufern. Auf jeden Fall, wie gesagt, unser Therapeut sieht dabei zu, ist fassungslos, macht aber auch wirklich nichts, um mir zu helfen. Die Endszene ist dann, dass unser Mädel, unsere Praktikantin, gefällt wird. Ja, von hinten nach oben durch den Pfahl. Und dann wird sie einfach ins Wasser geschmissen, wie ein Stück Dreck. Ja, anders kann man es nicht sagen. Ein Film, der wirklich schockiert, ein Film, der mich wirklich fassungslos zurücklässt, dass erstens diese Praktikantin sich nicht gewehrt hat und dieser Therapeut, ja, wofür ist er eigentlich Therapeut? Für was eigentlich? Für Hirnlosigkeit oder Gewalt oder wie oder was? Ja, das ist wirklich an Abartigkeit kaum zu überbieten, kann ich dazu sagen. Und weil das wirklich abartig hoch 3 war, Pesthauch der Menschlichkeit, der Titel passt jedenfalls vollkommen. Von mir bekommt der Film eine 3-, die 3- für Pesthauch der Menschlichkeit. Yes, der Titel passt, wie gesagt. Ja, das waren die beiden Filme. Ich habe euch ein Review dazu dargelassen. Hier seht ihr sie nochmal. Ich sage nochmal ganz, ganz herzlichen Dank, dass ich diese Filme überhaupt sichten durfte, an den lieben Knurrhahn Siegbert. Vielen herzlichen Dank dafür. Ja, meine Lieben, das war mein Video. Ich sage danke fürs Vorbeischauen und bis bald. Eure Cassandra.